Im normalen Leben ist es immer ein bisschen schwieriger, so ein breites Spektrum einfach abzudecken. Wenn du Schauspielerst, ist es dir quasi ganz frei gelassen, was du wiedergibst, welche Gefühle du aufnimmst und dann auch wieder an andere Leute vermittelst. Durch die Schauspielerei hast du die Möglichkeit, ganz, ganz viele verschiedene Aspekte einfach zu erkennen und auch kennenzulernen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, durch dieses Hineinversetzen in Geschichten, in Emotionen, in Hintergründe von Menschen einfach. Und diese Möglichkeit halt, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und verschiedene Denkweisen auch damit anzunehmen, das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Und das ist es auch in anderen Berufen vielleicht sehr schwierig, so idealistisch, wie es auch klingt, aber sowas halt mitzunehmen, sowas ja, für sich selbst halt irgendwie auch zu machen. Krieg erstmal das Skript, schau mir die, lese es komplett durch und fange dann an, meinen Charakter zu verstehen. Das heißt, je häufiger man sich das durchliest, desto mehr Gedanken macht man sich darüber, wie handelt und warum handelt ein Charakter auf eine bestimmte Art und Weise. Was steckt dahinter? Das heißt, wie denkt er, wie fühlt er? Und so mache ich das dann meistens, dass ich wirklich halt versuche, jede Facette seines Handelns zu verstehen. Meine Aufgabe ist dann quasi genau diese Gefühlslage, die ich aus ihm quasi herausgenommen habe, auch dann dementsprechend zu fühlen und wiederzugeben. Und sicherlich sind da einfach ein paar Versuche notwendig, dass ich mir mal ausprobiere, wie stelle ich mir das vor, dass ein Charakter handelt. Und sobald ich da für mich diesen richtigen Weg getroffen habe, bin ich dann sehr zufrieden und habe auch für mich ein gutes Gefühl bei der Präsentation dieser Rolle dann nachher. In erster Linie wirklich mit dem gesamten Team gut zu verstehen und auch in dem Bereich sich wohlzufühlen. Das beginnt bei den Darstellern, die mit dir zusammenarbeiten, und geht über alle Teambereiche, über Regisseur, über Kameramann. Mit allen muss man eine gewisse Chemie haben, sage ich mal. Wenn die gegeben ist, wenn man sich da wohlfühlt und auch aufgehoben fühlt, ich denke, dann sind alle Szenen überhaupt kein Problem. Ne? Also, wenn man Rückhalt hat und weiß, dass die Leute einen auch wertschätzen für das, was man tut, finde ich das unglaublich für sich selbst zufriedenstellend. Es gibt eine gewisse Ruhe, die einem auch diese Sicherheit einfach